Musicstore TV meldet sich zurück. Wir sind auf dem Fender-Stand und was wäre Fender ohne die Metal-Fraktion? Und da denken wir natürlich an Jackson. Was hat sich denn im Bereich Jackson so getan? Ja, nachdem wir jetzt die Traditionalisten bedient haben mit Strat und American Deluxe, B-Bässe, Jazz-Bässe und so weiter, kommen wir jetzt mal in die Heavy-Fraktionsbereich. Jackson hat vorgestellt, beziehungsweise hat der JS-Serie, der Einsteiger-Serie, ein kleines Facelift verpasst. Sinnvolle Neuerungen halt. Ich nehme einfach mal eine in die Hand. Nehmen wir jetzt mal die King V. Natürlich in den fünf berühmten Jackson-Shapes. King V, Randy Rhoads, Kelly, Warrior oder Dinky. Neuheit bei dieser Gitarre ist, wie ich auch schon bei der American Deluxe Strat und Tele gesagt habe, das Compound Round Radius Griffbrett. Das ist ein schwieriges Wort. Ach ja, aber du hast es mega gemacht. Super, ne? Wahnsinn. Das wiederum heißen soll, oben am Headstock ist das Griffbrett ein bisschen runder und wird umso flacher nach unten. Die Pickups sind überarbeitet worden, haben etwas mehr Output. Generell hat die ganze Gitarre, diese ganze Serie, auch qualitativ einen ganz, ganz, ganz großen Sprung nach vorne gemacht. Die Bünde sind wahnsinnig gut abgerichtet. Viel mehr gäbe es da nicht zu so sagen. Alles klar. Wir wissen alles, was wir wissen müssen. Das ist schön. Alles klar. Der Frank hat uns im Bereich Jackson auch sehr schön weitergeholfen und ich bedanke mich vielmals ja. Und wünsche dir auf jeden Fall noch eine schöne Messe. Wünsche ich euch auch. Viel Spaß.